Hey Leute, in diesem Video haben wir euch einige der heftigsten Fakten zusammengestellt. Die 8 krassesten Fakten aller Zeiten. Nummer 8. Ende 2014 gab es in Indien den ersten Drogentoten durch Marihuana. Der 36 Jahre alte Mann mit dem Namen Desai Yukta erstickte in seinem Badezimmer, nachdem er innerhalb weniger Stunden, ohne zu lüften, ca. 360 Joints mit purem Cannabis geraucht hatte. Unglaublich. Und die Nummer 7. Schon 1798 erfand die Schottin Darcy McCallum den ersten funktionstüchtigen Entsafter. Das 200 Kilogramm schwere Gerät konnte schon damals 20 Kilogramm Obst auf einmal auspressen. In der Light-Version hätte ich so einen Teil gern zu Hause. Ich meine, 20 Kilogramm auf einmal. Und die Nummer 6. Genau heute ist es ein Jahr her, dass der neuseeländische Tauchlehrer Jack Nott-Litmus die Ostsee durchschwamm. Er schaffte die Strecke in weniger als 24 Stunden. Um genau zu sein, benötigte er für die Strecke von Rostock nach Stockholm nur 19 Stunden und 48 Minuten. Und da sind wir auch schon bei Nummer 5. Der Russe Vitali Luminansky war 2012 der erste Mensch, der sich einer Genitaltransplantation unterzog. Er ließ sich aufgrund von persönlichen Vorlieben den ca. 30 cm langen Penis eines kürzlich Verstorbenen transplantieren. Tja, jedem das seine. Und der Platz 4. Am 30. März 2009 schrieb die argentinische Schriftstellerin Maria Luz Pantera mit dem Welttagebuch das längste und vor allem schwerste Buch der Welt. Es wiegt knapp 390 Kilogramm. Der Grund dafür sind die dicken Pergamentseiten des Buchs und natürlich deren Anzahl. Fast 60.000 Seiten hat das Welttagebuch und ist damit das längste Buch der Welt. Allerdings soll der Inhalt alles andere als weltbewegend sein. Tja, da sieht man mal wieder. Mehr ist nicht immer besser. Und die Nummer 3, und jetzt haltet euch fest, vor wenigen Tagen gab der Präsident der USA bekannt, dass die Mondlandung von 1969 ein Fake war. Zu den Hintergründen wollte er sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Wer hätte das bitte gedacht? Also ich nicht. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Vor kurzem wurde in Brasilien eine neue Spinnenart entdeckt, die nach ihrem Erfinder Maximiliano R. Lollo benannte Lollo-Spinne. Nun, vermutlich werdet ihr euch jetzt fragen, was daran so besonders ist. Tja, das Besondere an diesen Spinnen ist wohl in erster Linie ihr Gift, das nach neuesten Erkenntnissen in Pillenform eingenommen tatsächlich die menschliche Denkleistung steigern kann. Unglaublich, aber wahr. Und die Nummer 1 ist eine verrückte Erfindung aus Japan. Und zwar eine vollautomatische Toilette. Diese Toilette ist allerdings nicht nur vollautomatisch. Nein, sie erinnert ihren Besitzer auch ständig an seinen nächsten Stuhlgang. Man speichert einfach im Bordcomputer, wann man was gegessen hat, und die Kloschüssel erinnert einen prompt durch lautes Rufen an den eigenen Stuhlgang. Bahnbrechend, oder? Und Fakt Nummer 0, April, Freunde! Alle in diesem Video erwähnten Behauptungen waren erstunken und erlogen. Versucht eure Freunde doch mal reinzulegen und teilt das Video mit ihnen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Einen schönen 1. April noch.